Hallo, mein Name ist Dominik Eisert. Ich wohne seit 20 Jahren in Regensburg und liebe diese schöne Stadt sehr. In Regensburg gibt es sehr viele Veranstaltungen, die man das ganze Jahr über besuchen kann. Es gibt zum Beispiel die Duld, unser Bierfest und natürlich auch im Winter die vielen Weihnachtsmärkte. Heute stehen wir hier in Regensburg, um zufällig ausgewählte Regensburger zu fragen, ob sie denn die Partnerstadt von Regensburg Qingdao kennen und ob sie sich mit deren Festen und Gebräuchen auskennen. Regensburg hat eine chinesische Partnerstadt. Um welche Stadt, meinen Sie, könnte sich das handeln? Ist das Peking, ist das Shanghai oder ist das Qingdao? Peking, Shanghai oder Qingdao? Qingdao. Qingdao. Qingdao ist eine Stadt, die liegt am Meer. Das kann man auf dem Foto hier gut sehen. Es gibt eine schöne blaue See. Und es gibt aber auch noch viele deutsche Häuser. Qingdao ist auch eine Stadt, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist und die in ihren Festen das Altertümliche und das Moderne miteinander verbindet. In Regensburg und Bayern und auch in China wird ja gerne gefeiert. Was meinen Sie denn, was für Feste gibt es da in Qingdao? Oktoberfest. Ja, da haben Sie schon. Wahrscheinlich so in Richtung Bierfest. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und es gibt noch ein zweites Fest. Das hat was damit zu tun, dass Qingdao am Meer liegt. Es gibt dort nämlich auch, wie in Kiel, Segelregatta? Eine Segelregatta, genau. Segelfest? Es gibt in Qingdao auch ein Segelfest, der auch im August gefeiert wird, wo dann die Schiffe vor der Skyline kreuzen. Das ist auch eine sehr schöne, ein sehr schönes Fest. Super, wieder was dazugelernt. Ich denke, Qingdao ist eine sehr interessante Stadt. Ich hoffe, dass wir dann von Regensburg aus auch die Partnerstadt nach der Pandemie wieder verstärken können. Ich hoffe, dass Sie was gelernt haben. Danke.